Hallo YouTube, willkommen auf dem Kanal von Arctos LP. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ihr den Shader von Sonic Aether in der Version 1.7.2 in euer Minecraft installieren könnt. Viel Spaß! Um das Shader Pack also zu installieren, brauchen wir einige Dateien. Die sind alle in der Videobeschreibung. Einmal den Forge Installer, einmal Optifine für die Version 1.7.2, den Shaders Modcore für die Version 1.7.2 und die Soyuz V10.1 Preview, das Shader Pack dazu. Das alles, wie gesagt, in der Beschreibung. Um das Ganze dann auch vernünftig durchführen zu können, habe ich hier eine komplette Blanko-Version von Minecraft. Das heißt, ich werde jetzt hier mit dem Launcher erstmal die aktuelle Version wieder laden. Empfehle ich euch auch, weil das kann Probleme vorbeugen, die ihr dann haben könnt, während der Installation oder auch während des Benutzens des Shaders. So, also ich werde mich hier einmal kurz anmelden. Und dann hier einmal auf Edit Profile drücken. Und dort bei Use Latest Version die 1.7.2 auswählen. Und ich werde hier unten noch mehr Arbeitsspeicher definieren, aber das ist erstmal irrelevant. Und dann einfach mal auf Play drücken, damit ihr die aktuelle Version von Minecraft bekommt. So, wir haben nämlich jetzt hier eine vollständig neue Version von Minecraft 1.7.2. Das ist sehr gut, denn wir brauchen die auch ganz neu. Ich werde jetzt quitten. Und wir installieren jetzt als erstes den Forge-Installer. Dafür ganz einfach die Java-Datei ausführen, die erste, die ich hier habe. Mit einem Doppelklick. Einmal die Einstellung überprüfen. Install-Client ist in Ordnung und unser Minecraft-Verzeichnis stimmt auch. Und dann mal auf OK drücken. Gehen wir wieder in unsere Minecraft-Launcher. Starten den einmal. Und lassen den einmal hier bei Edit Profile. Müssen wir ihn wieder bearbeiten. Und bei Use Version unbedingt die 1.7.2 Forge auswählen, Save Profile drücken und einmal auf Play. Es ist ganz wichtig, dass Forge einmal ohne Mods gestartet wird, weil wir jetzt im Folgenden dann noch Mods hinzufügen werden. Und bis dahin sollte erstmal Forge Mod an sich funktionieren. So, das passt hier auch. 3 Mods loaded und 3 aktiv. Das sind die ganz normalen Forge Mods, die er auch haben muss. So, einmal dann drücken und Quit Game. So, das passt dann erstmal soweit. Wir machen jetzt Folgendes, wir drücken einmal die Windows-Taste und R und geben hier in unserem Ausführenfenster %appdata% ein, drücken auf OK, dann kommen wir in einen Ordner rein und dort auf .minecraft drücken, da liegen unsere Minecraft-Dateien drin und dort in den Ordner Mods wechseln und dort ziehen wir dann Optifine und die Shaders Modcore einfach rein und starten dann unser Minecraft wieder. Ganz genauso wieder starten. So, 3 Mods loaded, 3 aktiv. Wir haben jetzt hier allerdings noch Optifine drinnen. Und der Shaders Modcore, der müsste auch drin sein. Dann habt ihr hier nämlich den Menüpunkt Shader in den Videoeinstellungen. Und könnt dann dort auch Open Shader Packs Folder drücken. Und dort dann noch schließlich unser Soyuz Preview Pack reinziehen. Das könnt ihr dann auch direkt auswählen. Und ich werde jetzt hier kurz die Musik ein bisschen runterdrehen. Beziehungsweise ich kann sie auch einfach runterregeln. Und dann können wir das Ganze kurz ausprobieren. Ich werde hier eben eine Singleplayer-Meld erstellen. Im Creative Mode, dann kann man das besser zeigen. Und an sich müsste das Ganze, ich habe jetzt natürlich noch kein Texture-Pack drin, aber müsste das Ganze so funktionieren. Kann kurz schauen. Ich habe hier schon Shader drin, auf jeden Fall. Das bin ich hier allerdings ein bisschen... So, man sieht es da oben an der Sonne zum Beispiel. Ne? Gut, ich werde das Ganze jetzt hier nochmal kurz in Vollbild zeigen und auch mit meinem Texture Pack und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also auf diesem Weg noch kurz gezeigt, wie das Ganze jetzt bei mir aussieht. Ich habe hier jetzt die Sonne vor mir und in meinem Texture Pack, die Wolken sehen auch ganz toll aus. Das ist das Soatex Texture Pack. Ich packe den Link gerne auch in die Beschreibung, wenn ihr das möchtet. Ich habe jetzt hier leider gerade keine Referenz von irgendwelchen Flüssen oder sowas. Gucken, ob wir was finden. Genau, man sieht hier zum Beispiel auch, wie toll das Wasser schimmert und reflektiert. Es ist so, ich habe eine relativ gute Grafikkarte mittlerweile. Das heißt, ich kann solche Dinge hier auch benutzen und zeigen. Genau, so sieht das dann aus. Macht Minecraft einen Tick realistischer. Und ich finde es ganz toll so. Ihr könnt natürlich in Optifine noch ein paar Feinheiten einstellen, aber ich denke, das passt erstmal soweit. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare oder gebt einen Daumen nach oben auf das Video oder abonniert unseren Kanal, wenn ihr Gameplays von uns sehen möchtet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!